Was macht der Horst im Juli in seinem Schrebergarten? Ich werde die verblühten Euphorbientriebe zurückschneiden, ich werde den Sternrußtau an Rosen bekämpfen und ich dusche mit dem Rosmarin. Ich bin Horst, ich habe Gärtner gelernt, mein Schrebergarten ist mitten in Berlin-Charlottenburg und zumeist an meiner Seite ist Fritz, der Affenpinscher. Und da ist er. Das hier ist Euphorbia charassias wulfenii, die Mittelmeer- oder Palisadenwolfsmilch. Das ist eine sehr schöne, strukturgebende Staude hier in meinem Schrebergarten. Und jetzt ist sie verblüht und legt sich so ein bisschen über die anderen drüber, nimmt denen Licht und Platz und sie vermehrt sich unbändig. Das heißt, sie versamt sich überall und treibt dann aus, wie zum Beispiel hier im Sand. Und überall möchte ich sie ja nicht haben. Also schneide ich diese verblühten Triebe bodennah raus. Dann baut sich die Pflanze auch wieder schön dicht auf. So, Schere und dann fangen wir mal an. Ich mache hier ein. Ja. Und damit nicht so viel Milch überall rumkleckert, stecke ich die hier in meinen Sandkasten mit der Schnittstelle. Erstmal, bis ich sie entsorge. Das kann man zu Hause auch mit einem sandgefüllten Eimer machen. Euphorbien sind ja Wolfsmilchgewächse. Das heißt, wenn ich die jetzt abschneide, dann tritt so eine weiße, hautreizende Milch aus. Und die will ich weder auf der Haut noch auf meinen Gartenhandschuhen haben, die ich immer anhabe. Also nehme ich einmal Handschuhe. Rest your eyes and stay in the shade. So, und wenn man dann alle draußen hat, dann guckt man noch mal so, ob es auch schön kompakt aussieht. Wenn einer noch so rauskippt, den nimmt man auch noch weg. Und dann wird der im nächsten Frühjahr zur Tulpenblütezeit wieder sehr schön neu, frisch und hellgrün blühen. Rosen werden krank. Das mag jetzt eine schlechte Nachricht sein, aber es ist einfach so. Und am besten, man nimmt es einfach hin, man nimmt es gelassen und geht damit um. Eine der typischen Rosenkrankheiten ist Sternrußtau. Das ist eine Pilzkrankheit und so sieht die aus. Hier so sternförmig ausgezackte schwarze Flecken mit so einem gelben Rand außenrum. Und wenn man den entdeckt, dann hat man eigentlich nur eine Chance, ganz akribisch alle Blätter, alle, die auch nur leicht befallen sein könnten, absammeln und in den Hausmüll entsorgen. Auf keinen Fall irgendwie im Garten, auf dem Kompost oder so, denn dann würde sich der Pilz im ganzen Garten ausbreiten. Man kann aber auch etwas tun, um diesen Pilz zu verhindern oder nicht ganz so wild, nicht ganz so groß und breit auftreten zu lassen. Und zwar macht man dazu einen Sud. Man nimmt eine Zwiebel und einen ganzen Knoblauchkopf. Grob zerkleinern, das Ganze dann so 10 Minuten köcheln, die Flüssigkeitsmenge dann auf 5 Liter erhöhen und dann absieben, abkühlen lassen, dann die Pflanzen einmal die Woche besprühen, also mindestens einmal die Woche. Richtig satt, nass von allen Seiten. Und man kann damit schon im Frühjahr eigentlich beginnen, also schon im März, wenn die ersten Blättchen kommen und das immer regelmäßig machen. Dann breitet sich der Pilz nicht so doll aus. Na Fritz, riecht's nach Zwiebel? Riecht nach Zwiebel. Nach der Blüte ist die richtige Zeit, um den Rosmarin zurückzuschneiden. Die Gefahr, wenn man das nicht macht, ist nämlich, dass er von innen, von unten her verkahlt und nur oben so saftig grüne Triebe sind. Und ich will ihn ja sehr schön buschig haben. Bei dem sieht man das. Bei so einem großen, wie ich ihn hier habe, macht man das natürlich nicht so oft. Und dann ist es ganz kahl. Ich will aber, dass sich die Pflanze so richtig schön buschig von unten aufbaut. Und dann nehme ich so, ja, schaue ich mal hier, ja, da steht so einer raus, dann schneide ich die Zweige da ab, an einer Stelle, wo ein anderer austreibt. Das heißt, ich will den Schnitt gar nicht so ganz genau sehen. Ich will, dass der Rosmarin genauso aussieht wie vorher, nur eben ein bisschen kürzer. Schneide ich immer so hier Stelle ab. Hier ist noch eine. So, das mache ich rundherum und dann gucke ich immer so. Ja, ich lasse auch mal hier so einen längeren stehen. So ein bisschen wie beim Friseur.
nicht alle Zweige, so jeden zehnten Mal. Ja, und was mache ich dann hier mit diesem ganzen aromatischen Busch? Ich kann so kleine Risslinge machen, also so ein Stückchen abreißen, unten die Blätter wegmachen, so, und den in die Erde stecken. Das wächst an, habe ich eine kleine Rosmarinpflanze. Aber ich habe ja schon so einen großen. Was ich also mache mit diesem aromatischen Busch, ich gehe mit ihm duschen. Man kann diese duftenden Rosmarinzweige nämlich wunderbar für eine Aromadusche nutzen. Macht man sich hier so ein lockeres Bündel. Och, darf ruhig dick sein. Wir haben es ja. So, Schnur drum. Schön festbinden oben, aber ansonsten locker lassen, weil da soll ja dann Wasser durchlaufen. Dieses Bündel hänge ich jetzt unter den Duschkopf und mache mir so eine richtig schöne Aromadusche. Jetzt hätte ich fast das Mikro vergessen. Und wenn ihr noch mehr Filme von mir sehen wollt, dann schaut doch gerne mal in die Playlist. Oh Gott, jetzt hätte ich fast angefangen zu singen, aber das lasse ich jetzt mal lieber.